Wenn dies hier dein Ziel für Ark Survival Ascended ist, bleib dran, denn wir werden darüber reden, wie du deine Tiere so hoch mutieren kannst, dass du absolute OP-Tiere für Bosse, Raids oder einfach nur zum Angeben hast. Dieses neue Breeding-Tutorial ist explizit für Ark Survival Ascended. Es wurde im November 2023, also einige Wochen nach dem Release des Spiels, aufgenommen und dementsprechend kann es in der Zukunft weitere Updates oder Änderungen zu Mechaniken geben. Sollte dies der Fall sein, findet ihr neue Tutorials in einem angepinnten Kommentar. Ihr braucht keine Vorkenntnisse zur Breeding-Mechanik in Ark Survival Evolved für dieses Tutorial. Solltet ihr diese aber trotzdem haben, schaut euch bitte die Kapitel an, die ich zur Verfügung gestellt habe, um Themen zu überspringen oder zu wiederholen, je nachdem, welchen Wissensstand ihr habt. Solltet ihr jedoch neu in Ark sein oder kaum Vorkenntnisse haben, dann schaut euch bitte dieses Tutorial komplett an, da die Informationen aufeinander aufbauen. Da mich einige immer wieder gefragt haben, wie wir diese Daten gesammelt haben, gebe ich euch eine kleine Zusammenfassung. I went down to the archives and I started pulling some old files. Der erste Punkt war natürlich das Vorwissen von Ark Survival Evolved Breeding und wie die Mechanik dort funktioniert und das Wissen, dass Breeding nicht komplett neu geschrieben wurde. Hier hatten wir also schon einmal ein paar Anhaltspunkte. Ich habe daraufhin tausende Dinos im Schnelldurchlauf gezüchtet und deren Daten extrahiert. 10 Stunden davon haben wir das auch live im Stream gemacht. Danach wurden diese Daten mit Python analysiert und bewertet, Wahrscheinlichkeiten wurden ausgewertet und die ersten Theorien wurden aufgestellt. Diese Theorien wurden dann im Spiel wieder getestet. Und bei Bestätigung der Theorien wurden dann Simulationen auch wieder in Python geschrieben, um größere Zuchtmengen zu testen, ohne mich in den Wahnsinn zu treiben, das manuell zu machen. Danach wurden die Theorien in Gruppen zusammengefasst und so aufgearbeitet, dass sie für die Spieler nützlich sind. In Ark Survival Ascended gibt es eine Spielmechanik, bei der ihr 2 Tiere der gleichen Spezies miteinander verpaaren könnt, um die guten Stats der jeweiligen Eltern miteinander zu kombinieren. Aber nicht nur das, sehr selten passieren Mutationen. Und diese führen dazu, dass die Stats des Nachwuchses höher sind als die der Eltern. Züchter in Ark Survival Ascended wollen diese Mutationen haben, um die Standardwerte ihrer Tiere langfristig zu erhöhen und zu maximieren. Wie bei dem Tier, das ich euch zu Beginn gezeigt habe. Beim Züchten bereitet ihr euch auf das Mid- und Endgame vor. Es ist dennoch wichtig, dass ihr euch alles übers Züchten schon früh anschaut, denn das Züchten ist eine der zeitintensivsten Spielmechaniken und die Zuchtgruppen früh aufzustellen, erleichtert es für euch später, nicht auf Ergebnisse warten zu müssen. Ark Survival Ascended speichert 3 verschiedene Werte pro Stat, den dein Tier hat. Einmal ist es der Basiswert und das ist der Wert, den dein Tier bei der Geburt oder nach dem Zähmen besitzt. Der 2. Wert ist der Mutationswert, auch der Mutationsstack genannt. Das sind die Punkte, die dein Tier durch Mutieren vererbt bekommt. Und das letzte, der letzte Wert, das sind die gelevelten Level. Diese bekommt dein Tier, wenn du es auflevelst. Alle 3 Werte werden separat gespeichert. Der Basiswert und der mutierte Wert können vererbt werden. Die gelevelten Level jedoch nicht, deswegen spielt es auch keine Rolle, ob ihr euer Tier levelt, bevor ihr es züchtet oder nicht. Derzeit haben der Basiswert und der mutierte Wert die gleiche Gewichtung. Das bedeutet, ein Basislevel erhöht die Stats um den gleichen Wert wie ein mutierter Level. Das kann und wird sich in Zukunft aber ändern, denn das wurde bereits angekündigt. Der Gesamtlevel eines unmutierten Tieres sind alle seine Stat-Basiswerte miteinander addiert und dann +1, weil ein Tier ohne Stat-Level immer Level 1 sein wird. Wenn ein Tier jedoch zusätzlich noch Mutationen besitzt, dann werden diese Mutationslevel zu den Leveln hinzuaddiert. Deswegen sind mutierte Tiere oft höher im Level als ihre Eltern, aber eben auch nicht immer. Und das kann am Anfang sehr verwirrend sein, denn ihr könnt 2 Tiere mit dem gleichen Level miteinander verpaaren und dann kommt ein Tier mit einem höheren oder einem niedrigen Level heraus und ihr versteht erstmal nicht, wieso. Das liegt aber daran, dass der Gesamtlevel eben nur die Summe aller Stats ist und ein Baby die Stats der Eltern neu kombiniert. Kombiniert es alle schlechten Stats der Eltern, dann ist es niedriger im Level als die Eltern. Und wenn es die besten Stats kombiniert, dann hat es ein höheres Level als die Eltern. In den meisten Fällen liegt der Nachwuchs aber irgendwo in der Mitte. Es sei denn, ihr habt sehr viel Glück oder sehr viel Pech. Bevor ihr überhaupt an das Mutieren denken könnt, wollt ihr vermutlich erst einmal Gamma-Bosse machen, Höhlen clearen oder im PvP raiden oder defenden. Dazu braucht es bereits dann Tiere, wenn ihr noch nicht einmal angefangen habt zu mutieren. Hohe Stats verschiedener Tiere zu kombinieren, ist die beste Möglichkeit für frühe, starke Tiere, die all diese Aufgaben erledigen können. Der Ablauf hierfür ist: Haltet Ausschau nach hochleveligen Tieren. Auf einem Server mit einem maximalen Wildlevel von 150 würde ich Tiere ab 130 als hoch genug ansehen. Für Maps wie The Island, die eine sehr niedrige Quote an hochleveligen Tieren haben, würde ich sogar schon etwas niedriger anfangen und dann später die Tiere einfach austauschen, solltet ihr was Besseres finden. Das erste Problem, was ihr jetzt haben werdet, ist, dass ihr nach dem Zähmen keine Stat-Punkte sehen könnt. Denn das Tool, das diese anzeigt, wird vom Overseer Alpha freigeschaltet. Solltet ihr diesen noch nicht besiegt haben, dann müssen wir jetzt die Levelpunkte Oldschool ermitteln.
Levelt euer gezähmtes Tier nicht, bis ihr nicht die Stats aufgeschrieben habt. Wenn ihr eine perfekte Zähmeffizienz hattet, dann könnt ihr mit dieser Seite eure Stats testen. Unser Rechner funktioniert aber nur für gezähmte und nicht für gelevelte Tiere. Der Stats Calculator von Dododex derzeit zum Zeitpunkt des Videos ist nur für wilde Tiere vor dem Zähmen da. Da beide Stats unterschiedlich berechnet werden, könnt ihr ihn nicht für gezähmte Tiere verwenden. Solltet ihr im größeren Maßstab züchten wollen und ihr wollt einen Überblick über alle eure Tiere behalten, dann wird euch Software wie ARK Smart Breeding dabei helfen, einen Überblick über eure Tiere zu behalten. Ich persönlich nutze die Software für alle meine Projekte. Wenn ihr nun also eure Gruppe an hochleveligen Tieren besitzt, es geschafft habt, ihre Stat-Punkte zu ermitteln, dann kommt es nun zum Kombinieren der Stats. Schaut euch an, welche Tiere hohe Werte in verschiedenen Stats haben und verpaart sie. Manchmal habt ihr die besten Stats auf zwei Weibchen und könnt diese nicht direkt miteinander verpaaren. Dann müsst ihr durch Paarung diese Werte auf ein männliches Tier vererben und dann könnt ihr fortfahren. Dieses Unterfangen kann ein paar Tage dauern und ein Oviraptor bereitstehen zu haben, mit dem ihr bei eierlegenden Dinos diese einfach durchgehend auf Verpaaren stehen lassen könnt, hilft euch, diese Zeit ein bisschen effizienter zu nutzen. Am Ende werdet ihr aber ein höherleveliges Tier und ein stärkeres Tier als die Elterntiere besitzen. Während dich diese kombinierten Tiere durch einen Teil des Contents des Spiels begleiten können, werden sie nicht in der Lage sein, Alpha-Bosse für dich zu besiegen. Um dies zu schaffen, müssen deine Tiere mutiert sein, wodurch sie höhere Stat-Level bekommen. Der effizienteste Weg, um Mutationen zu bekommen, ist, wenn ihr eine Gruppe an Weibchen besitzt und die exakt die gleichen Stats besitzen und unmutiert sind. Wenn ihr Tools wie ARK Smart Breeding verwendet, dann ist es nicht wichtig, dass sie die gleichen Stats besitzen, da ihr anhand von ARK Smart Breeding immer herausfinden könnt, wo Mutationen landen. Für den Anfang ist es allerdings besser, die gleichen Stats zu haben, um die Unterschiede zwischen den Eltern einfacher vergleichen zu können. Wie viele Weibchen ihr genau braucht für eure Gruppe, hängt davon ab, wie hoch eure Zuchtraten eingestellt sind. Ob ihr nun ein Weibchen 100 Mal verpaart oder 100 Weibchen einmal, hat den gleichen Effekt. Das erste dauert allerdings mehrere Monate auf Official Server und das letzte unter eine Stunde. Ich würde allerdings sagen, je langsamer das Züchten für euch eingestellt ist, desto mehr Weibchen braucht ihr. Mutation Stacking bedeutet, dass ihr alle Mutationen der Linie auf einem Stat stackt. Das macht man normalerweise deswegen, weil ab 20 Mutationen die Wahrscheinlichkeit von 7,3% auf 4% sinkt, um Mutationen zu bekommen. Um möglichst viele Mutationen auf einem Stat zu bekommen, während man immer noch 7,3% der Chance hat, behält man nur die Mutationen auf diesem einen Stat und wird die anderen los. Jetzt werden sich allerdings einige fragen, wieso ist es nicht schneller, einfach alle zu behalten? Aber das liegt daran, dass ihr nicht bei jeder Verpaarung immer alle Stats vererbt bekommt. Um weitermachen zu können, müsst ihr jedoch immer alle Stats und Mutationen auf eurem Haupttier haben. Die Wahrscheinlichkeit, beim Mutationsstacking die Mutation auf dem richtigen Stack zu haben und alle anderen Stats ignorieren zu können, ist höher, als dass man alle Stats immer vererbt bekommt. Nun kommen wir zum spannenden, aber auch komplizierten Teil. Solltet ihr diesen Teil nicht direkt auf Anhieb verstehen, dann lasst euch nicht demotivieren, sondern schaut ihn euch 2 bis 3 Mal an und stellt auch gerne Fragen hier oder im Discord für ein besseres Verständnis. Wir haben ja am Anfang, als ich euch die verschiedenen Stat-Punkte erklärt habe, über die 3 verschiedenen Werte gesprochen. Für uns wichtig ist jetzt der 2. Stat, denn das sind die Level, die euer Tier hinzubekommt, wenn es in einem Stat mutiert. Pro Mutation bekommt es 2 Level zusätzlich auf diesen Wert. Und diese 2 Level werden dann zur Gesamtlevelzahl hinzugezählt. Wenn ihr nun Tiere miteinander verpaart, dann besteht die Chance, dass ein Random Stat mutiert und 2 extra Level auf seinen Mutationsstack bekommt. So nennen wir den 2. Wert, der die Mutationslevel speichert. Ihr habt keinen Einfluss darauf, wann es passiert oder welcher Stat betroffen ist. ARK bevorzugt kein Stat, alles ist Zufall. Ich habe mehrere Testdurchgänge mit Verpaarungen in ARK Survival Ascended gemacht und ich habe die folgenden Wahrscheinlichkeiten herausbekommen. Wenn beide Eltern unter 20 Mutationen haben, dann ist die Mutationschance 7,3%. Das bedeutet, von durchschnittlich 100 Verpaarungen sind etwas mehr als 7 Mutationen passiert. Wenn ein Elternteil 20 oder mehr Mutationen besitzt, dann sinkt die Chance auf 4%. Denn dieses Elternteil kann keine Mutation mehr auslösen. Heißt, in 100 Verpaarungen kommen 4 Mutationen zustande. Und weil diese Wahrscheinlichkeiten so niedrig sind, haben Züchter oft viele Tiere in ihren Basen, wie schon eben angesprochen. Mutationsstack haben einige besondere Eigenschaften und dieser Part des Videos ist auch besonders wichtig für alle die, die vormals ARK Survival Evolved gespielt haben und nun wissen wollen, wieso ASA anders und in meinen Augen besser ist. Der Mutationsstack verhält sich wie ein eigener Stat, allerdings nicht komplett, denn er hat einige besondere Verhaltensweisen. Der größte Mutationsstack möchte quasi immer nur mit dem höchsten Basisstat abhängen. Er interessiert sich gar nicht für den niedrigen Stat.
Wenn du jetzt also ein Tier hast, das einen niedrigen Basisstat, aber Mutationen besitzt, und du findest nun durch Zufall einen besseren Tame mit einem besseren Basisstat, dann wird das Baby der beiden, sollte es den höheren Basisstat bekommen, immer den Mutationsstack mitbekommen. Den höheren Basisstat zu bekommen ist übrigens immer noch eine 55%ige Chance, genau wie im alten Ark. Wenn beide Eltern Mutationslevel haben, das eine Elternteil mehr, das andere Elternteil weniger, dann wird der höhere Basisstat den höheren Mutationsstack bekommen und der niedrige Basisstat den niedrigen Mutationsstack. Die Ausnahme passiert aber, wenn beide Basisstats gleich sind. Dann wird das Baby nicht immer die höhere Basisstat-Mutationsstat-Kombination bekommen, sondern mit einer 55%igen Wahrscheinlichkeit. Denn das Spiel berechnet dies so. Es nimmt den eigenen Basisstat und addiert den eigenen Mutationsstack und merkt sich die Summe. Dann nimmt es den eigenen Basisstat und addiert den Mutationsstack des anderen Elterntieres und merkt sich die Summe. Dann nimmt es den Basisstack des anderen Elterntiers und addiert den ersten Mutationsstack und merkt sich die Summe. Und dann addiert es den Basisstat des anderen Elternteils und vergleicht es mit seinem eigenen Mutationsstack und merkt sich die Summe. So haben wir nun 4 Werte. Dann behält das Spiel nur noch den höchsten und den niedrigsten Wert und gibt eine 55%ige Chance, den höchsten zu bekommen. Das erklärt dann auch, wieso ihr bei einem gleichen Basiswert nicht immer den höheren Mutationsstack bekommt, denn hier existieren nur 2 Werte, die in Frage kommen können. Was ist jetzt aber der Vorteil an diesen Mutationsstacks? Wir brauchen keine hohen Basisstats von Anfang an, denn der Mutationsstack kann einfach übertragen werden, wenn man einen besseren Stat findet. Ein weiterer Grund ist, man kann schneller anfangen zu mutieren, denn die Basiswerte können immer ausgetauscht werden. Man kann am Ende auf höhere Stats auf den Tieren kommen als bei ASE, denn ASA beschränkt nur die Mutationen alleine und nicht die Gesamtzahl an Punkten. Das heißt, du kannst zum Beispiel 60 Level auf deinem Basisstat haben, aber dann trotzdem noch 254 Mutationslevel obendrauf. In Ark Survival Evolved war bei 254 Gesamtleveln auf dem Stat Schluss. Gerade und ungerade Basiswerte machen jetzt keinen Unterschied mehr, denn die Basiswerte werden vom Spiel nicht mehr verändert. Gibt es denn auch Nachteile mit dem Mutationsstack? Ohne eine ordentliche Dokumentation der Stats ist es jetzt schwieriger herauszufinden, welchen Stat ein Tier bekommen hat. Denn es ist nicht mehr entweder Mutter oder Vater plus eventuell eine neue Mutation, sondern entweder Mutters Basisstat mit einem hohen oder niedrigen Mutationsstack, mit oder ohne neue Mutation und das gleiche für den Basisstat des Vaters. Man braucht vor allem zu Anfang identische Eltern, um nicht durcheinander zu kommen. Züchtertiere sollten auch in keinem Fall geprägt werden, um nicht durcheinander zu kommen. Mutationsstack lassen sich nicht auf niedrige Basisstats übertragen. Das könnte schwierig werden, wenn man wegen Max-Level-Caps jonglieren muss. Und neben den Mutationsstacks haben wir immer noch den alten Mutationscounter, der uns einschränkt. Übrigens, all diese Daten zu sammeln hat mehrere Wochen gedauert und extrem viel manuelle Arbeit bedeutet. Unsere Theorien wurden alle im Spiel getestet und tausende Dinos wurden geschlüpft und deren Daten erfasst. Danach wurden diese Daten mit Simulationen getestet. Sollte euch dieses Video also geholfen haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Kleinigkeit auf Ko-fi hinterlassen könntet. Nun wollt ihr euch mit diesen ganzen Erklärungen allerdings nicht befassen, sondern ihr wollt nur schnell eine Anleitung haben, wie ihr eine Zuchtgruppe aufbaut und anfangt zu mutieren. Jetzt gibt es den Ablauf noch einmal im Schnelldurchlauf. Dies ist meine schnelle Zusammenfassung, wie ihr Mutationsstacking in ASA betreiben könnt, wenn euch die langen Erklärungen nicht interessieren. Solltet ihr dennoch Fragen haben, die während dieses Ablaufs hier auftaucht, dann schaut in den Erklärungen nach, die ich vorher im Video gemacht habe, oder kommt zu mir aufs Discord. Um das Mutationsstacking kommen wir in ASA nicht drum herum. Der Aufbau ist sehr ähnlich, aber dennoch etwas vereinfachter. Sucht euch ein Tier raus, das ihr mutieren wollt. Hier eignen sich Tiere zum Farmen, Raiden oder Bosse bekämpfen. Findet ein Männchen und ein Weibchen und zähmt sie mit möglichst hoher Effizienz. Der nächste Schritt ist unterschiedlich, je nachdem, ob ihr ein Spyglass, Binoculars oder Ark Smart Breeding habt. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, die Statpunkte zu sehen, dann verpaart die Eltern und behaltet alle Babys, die ein gleiches oder höheres Level als die Eltern haben, ohne Mutation zu besitzen. Damit könnt ihr sicher gehen, dass ihr die hohen Statpunkte kombiniert habt. Wenn ihr irgendwann keine Höherleveling-Babys mehr bekommt, dann sind die Höchstlevel-Babys euer Zuchtpaar. Verpaart sie so oft miteinander, bis ihr eine Reihe von identischen Tieren bekommt. Behaltet nur die Weibchen. Diese sind dann eure Zuchtgruppe. Solltet ihr während dieses Prozesses aber bereits Mutationen bekommen, die auf Stats fallen, die ihr mutieren wollt, dann haltet diese Tiere für später zurück. Wenn ihr die Statpunkte und auch die Mutationsstacks sehen könnt, dann verpaart die Eltern einfach so lange, bis ihr genug unmutierte Weibchen habt, die wir als Zuchtgruppe verwenden können. Sie müssen nicht den gleichen Level besitzen, denn euch kann ja sowieso egal sein, wie der Endwert ausschaut, denn ihr seht ja direkt, was mutiert ist. Solltet ihr Mutationen auf dem Weg dorthin bekommen, haltet sie zurück, denn diese könnt ihr später als Zuchttiere verwenden.
Es ist auch in ASA wichtig, dass ihr eure Mutationslinien aufsplittet. Mutiert nicht alle Stats auf einem Männchen, sondern auf verschiedenen Männchen. Verpaart nun euer Männchen mit allen Weibchen und wartet darauf, dass ihr ein Männchen mit einem besseren Wert auf dem Stat bekommt, den ihr mutieren wollt. Ohne Spyglass ist es absolut wichtig, dass ihr kein Tier prägt, denn Prägen erhöht den Stat, vererbt diese Erhöhung aber nicht. So würdet ihr also Mutationen gar nicht bemerken. Wenn ihr einen Dino züchtet, der Eier legt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr einen Oviraptor zur Stelle habt, um eure befruchteten Eier einzusammeln, nur für den Fall, dass ihr offline gehen müsst oder nicht immer in der Basis seid. Bekommt ihr ein Männchen mit einem höheren Wert in dem Stat, den ihr mutieren wollt, dann tauscht ihr dieses erste Männchen aus und nehmt das neue Männchen, bis ihr wieder eine Mutation, also einen höheren Wert, auf einem Stat bekommt, den ihr mutieren wollt. Bekommt ihr ein Weibchen mit dem höheren Wert in dem Stat, den ihr mutieren wollt, dann verpaart es so lange mit einem unmutierten Männchen, bis ihr ein Männchen bekommt, das den Mutationsstack vererbt bekommt. Dieses Männchen ist dann euer neues Zuchtmännchen. Manchmal bekommst du die Mutation zwar auf den richtigen Stat, aber nicht auf den existierenden hohen Mutation-Stack. Dieses Baby brauchst du nicht, denn du kannst die Mutationsstacks nicht miteinander addieren. Sobald ihr 20 Mutationen auf eurem Männchen habt, wird die Geschwindigkeit, mit der ihr Mutationen bekommt, langsamer werden. Ihr bekommt Mutationen nur noch in 55% der Fälle, in denen ihr sie sonst bekommen hättet. Dann erhöht ihr einfach die Anzahl der Weibchen. Ich verdoppel sie normalerweise. Und dann mutiert ihr einfach so lange, bis ihr so viele Mutationen habt, wie ihr haben wollt. In der Zwischenzeit könnt ihr Stats kombinieren oder auch höhere Basisstats tamen und die Mutationsstacks nebenher darauf transferieren. Solltet ihr ein Spyglass haben, könnt ihr auch das kombinierte Männchen mit dem höheren Basisstat und dem Mutationsstack als neues Breeding-Männchen benutzen. Ohne Spyglass würde ich euch allerdings erstmal davon abraten, weil es sonst verwirrend werden könnte. Und das war's im Prinzip. Kombiniert später alle Stats und Mutationsstacks miteinander. Und es kann ein bisschen dauern, aber zumindest habt ihr dann die Garantie, dass wenn ihr den höheren Stat bekommt, ihr den Mutationsstack mitbekommt. Ein paar Worte der Warnung, und das kann sich im Verlaufe der Zeit nach diesem Video ändern, aber es ist momentan ein Problem. Viele Cryopod-Mods verändern Stats oder fügen Mutationscounter hinzu, ohne die Stats zu erhöhen. Trotz dessen, wie praktisch sie sind und wie viel Zeit sie euch abnehmen, ich würde momentan nicht riskieren, dass euch Cryopod-Mods eure Tiere ruinieren. Denkt also daran, dass Cryopod-Mods und Baby-Claim-Mods nur auf eigene Gefahr zu benutzen sind und ich kann euch leider keine Hilfe oder Support anbieten, wenn euer Problem darauf beruht. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben oder Hilfe brauchen, dann schreibt diese in die Kommentare oder joint meinem Discord, wo entweder ich oder die grandiosen Mitglieder der Community euch helfen können. Da es in der Vergangenheit häufiger vorkam, ich kann euch leider keine Hilfe im Voice-Chat geben oder Zeit aus meinem Tag herausnehmen, indem ich euch noch einmal erkläre, was ich in diesem Video erkläre. Das kann ich deswegen nicht machen, weil es mich einfach sehr viel Zeit kosten würde. Ich hoffe, ihr versteht das. Falls ihr noch mehr über Ark Survival Ascendant wissen wollt, dann hat euch YouTube diese zwei Videos herausgesucht, die bestimmt interessant für euch sein werden.